Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mittelerde Mordos Schatten. So, wir fangen heute mal im Menü an, weil hier können wir ein schönes Attribut freischalten und ich würde ganz gerne mehr Elbengeschosse mitnehmen. Habe ich mir schon überlegt. Und ich wollte unbedingt, dass ihr das dann mitbekommt. So, wir können jetzt 7 Pfeile mit uns tragen, das ist sehr schön. Oder 8. So. Der Bote. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Machen wir jetzt einfach mal. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die schleifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Da kommt jetzt diese. Wir sind da. Sieht auf jeden Fall grün aus. Ich bin ja mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Okay. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Namen. Entwende das Elbenwerk von den Golen und finde den Zwerg. Oh. Halte durch. Hier scheint ziemlich kurzer Tod zu sein. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Klingt nach 2 Aufgaben. Entschuldigung. Ich bin schon eine Weile wach. Ein bisschen sehr leise. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Okay. Ja, neue Schmiedetürme müssen wir auch wieder freischalten. Hier gibt es auch nochmal neue Hauptmänner. Finde ich. Ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Oh, komm. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Magen, die unseren Grog stehlen. So, wir stellen uns jetzt einfach mal an den vorbei. Aktivieren den Schmiedeturm.
Finger aus Überglanz erschrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt die Mission machen, entscheiden müssen wir alle wieder alle Schneeschirm befreien. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das Leute ist nicht überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Komm mal hoch. Nicht zu glauben, dass wir den ganzen Tag lang dieser Grauen zerstören lassen. Wo ist denn das Turm? Wir gehen einfach im Kreis, oder? Den. Die Natur gedeiht nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher seine Armeen zu ernähren. Okay. Selbstlos von ihm. Was haben wir hier Schönes? Alfred. Okay. Sie vermochte es, seine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. Wenn wir für jeden Gegner ein neues Gebiet bekommen, dann heißt, wir kriegen noch zwei Gebiete. Hopp. Ich sehe den Sternenmond, das ist Hildin. Sehe die Steine aus. Vergangenheit. Weil das Auftragsgebiet. Ah, wir müssen den Auftrag machen. Oh. Okay. Dann machen wir die Türme später. Wenn wir jetzt erstmal den Auftrag machen müssen. Ich hab gehört, der Häuptling sei gestorben und sein Nachfolger beschenkt uns alle in Dork. Ich mag ihn jetzt schon. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Angstfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. Der Bier ist endlich. Folgen wir mal der Spur. Hier ist er nicht. Er hat etwas Ärger gemacht und sich dann verzogen. Wir haben nichts zu befürchten. Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei nach diesem. Fähigkeitspunkte halten. Den setzen wir noch nicht ein. Was wir haben, haben wir. Kampfaufzehrung. Geister Todesstoß. Tödlicher Schattenangriff. Das geht doch gut. Oh, hier treibt sich ein Mörder rum! Danke. Ein Mörderer. Für diese Lektion solltest du dir dankbar sein. Danke.
wir schon weit gekommen. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Okay, das sind die Ghule. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Noch ein Angriff und diese Höhle wird mein Grab werden. Findest du? Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Wollen sie jetzt aber momentan nicht. Klingt plausibel. Mal gucken. Gefertigt von drunter erschöpft selbst. Das tut meine Familie haft noch im Dach. Der Meisterring. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und schützt ganz Mittelerde ins Verderben. Volle Gladio. Matronen sind gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Die schlagen stets zurück und Ankerz, also sei bereit, ihn schnell auszuweichen. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht.
Diese Flöcke werden Sie aufhalten! Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Ja. Gut, Auftrag abgeschlossen. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Ach, da muss ich hoch. Alles klar. Hier geht's weiter. Sehr schön. Dann können wir jetzt eigentlich allerdings das weitermachen. Sprich, wir machen jetzt den Turm als nächstes. Nicht mehr so glücklich. Hi. So einer bist du. Jetzt bin ich in Ruhe. Ich habe keinen Streit. Die Form der Elder an. Okay.
weiter. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Das ist schon wieder abgehauen. Hörst du mal auf, die armen Orks zu jagen? Ein bisschen weiter. Nein, die tötet den nicht, weil ich nämlich wegrenne. Heute renne ich mal ausnahmsweise nur weg. Aber ich komme wieder. Irgendwann. Hier, spiel mal ein bisschen. Was war das? Wahrscheinlich. Oh. Wir haben unseren Karo geordnet. Ein bisschen Strafe muss sein, ne? Dafür, dass er sich ständig irgendwie woanders rumtreibt. Die Türme erstrecken sich von gestern in das Morgen. Ich lebe in diesem Stein. Okay. Feierabend. Geht ja fix hier. Zack. Meine Ahnenuntergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Jo. Dann tu das. So. Wir haben alle Türme. Bedeutet, wir können jetzt auch schnell reisen. Bedeutet, wir machen Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.